Rennen statt von diesen Crossfahrern. Genau, Bezeichnung kenne ich gar nicht. Ich habe gerade mal einen Parkplatz gesucht. Die Trainingseinheiten sind wohl schon gelaufen. Und jetzt gehe ich mal hier zu dem Racingplatz, um zu sehen, was da so Sache ist. Und ich meine, ich habe das irgendwie schon von Ferne gehört, dass das auch relativ laut ist. Oder auch sehr laut ist. Ich bin hier so ungefähr in Höhe des Fahrerlagers. Ja, die haben gerade Pause. Bin mal gespannt, was weitergeht. Hier wird gerade so ein Rennauto verladen. Haben wir mal die Chance, ganz in Ruhe da ranzugehen. Sich mal so die Konstruktion anzusehen. Die gesamte Fläche ist hier, also Fläche, auf der sich hier dieses Rennen abspielt, abgezäunt. Aus Sicherheitsgründen, denke ich mal. Und zurzeit wird das noch so ein bisschen mit Wasser besprengt, wegen der Staubentwicklung. Und der holt gerade neues Wasser hier mit seinem Traktor. Ja, das Ganze hat schon Volksfestcharakter mit Bierbuden und zu essen gibt es. Was im Einzelnen weiß ich nicht. Würstchen meistens gewählt ist. Und hier ist richtig was los, hätte ich gar nicht geglaubt. In diesem kleinen Geleidorf vor Ort von Schmalenberg. Und jetzt warte ich mal darauf, dass irgendwann das Rennen losgeht. Ja, das Ganze hat schon Volksfestcharakter mit Bierbuden und zu essen gibt es. Was im Einzelnen weiß ich nicht. Würstchen meistens gewählt ist. Und hier ist richtig was los, hätte ich gar nicht geglaubt. In diesem kleinen Geleidorf vor Ort von Schmalenberg. Und jetzt warte ich mal darauf, dass irgendwann das Rennen losgeht. Ich bin hier in Höhe des Fahrerlagers. Und hier ist auch so eine Verkaufsstelle für Zusatzteile. Angefangen bei Felgen bis hin zu Jacken und Outfit und so weiter und so weiter. Ja, hier steht es dann auch so, Rennsportzubehör. Also das ist auch schon Marktphysik inzwischen geworden.
oder schon länger. Ich habe das eigentlich noch nicht so beachtet. Na, das ist ja wohl so ein provisorischer Aufenthaltsraum für Fahrer und Organisatoren. Oben internationale Fahnen. Flaggen, was immer alles. Start. Ein etwas staubiger Weg, insbesondere in so die Kinder, die ein Späßchen daraus machen, durch den Staub zu stapfen oder zu flieren. Ja, das mal ein Blick hier auf dieses Feld. Und da geht es wohl hoffentlich gleich los mit der Fahrerei. Obwohl, das Wetter ist sehr angenehm, mindestens 25 Grad. Von daher kann man es gut aushalten und gut abfahren, bis sich hier was tut. Und da ist der Startbereich. Ampeln sind noch auf Rot. Das wird sich ändern. So, Klasse 2 dann jetzt auf dem Rückweg. Ja, dieser Honda ist, ne? Da steckt serienmäßig so viel drin. Das ist Wahnsinn. Die sind leicht, die haben sehr gute 16 Ventile, Motoren, haben dieses Frontend-System. Das eignet sich hervorragend hier. Am Start da unter Umständen einen Vorteil hat, aber mit so einem Heckmotorauto, da müssen sie fahren können. Das kommt dann in den Kurven auf einmal, da will das Heck überholen und damit muss man schon umgehen. Vorne Marc Hörmann, dann Michael Seitz, Einer Engelmann, Herbert Thiermaat und dann ist das Ingo Robben. Kommt da hinterher, die 775 Christo. So, vorne Würmann. Also ich muss schon sagen, mein lieber Marc Würmann, das machst du richtig gut. Er hat gestern noch gesagt, naja, ich bin
zwar schon ein bisschen wahnsinniger, ich weiß auch, wie es geht, aber ich habe definitiv nur absolut Serie geleistet. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Wort Serie, das kann ich vorher nicht mehr hören. Ich habe so oft gehört, und es war immer gelogen. Also von daher, naja, er hat ein schönes Auto und es ist schön schnell und es ist nicht Serie. So, der Heiner Engelmann weiter auf der 3, der Mann auf der 4. Aber auf Platz 2 Michael Seitz mit den 2 Motoren. Fahren Sie jetzt alle so, als wenn Sie nicht einen Angriffspakt geschlossen hätten? Das ist wirklich gut. Michael Seitz hat die schnellste Zeit gefahren, eine 30.1. Marc Mührmann eine 30.2. Also da geht es um nicht mal eine Zehntel. So, 2 Runden noch für die Spitze und ich sag mal, Mührmann und Seitz setzen sich davon. Da versucht der Herbert der Maat immer wieder an Heiner Engelmann. Und das ist die letzte Runde und das ist noch nicht durch. Denn auch Ingo Robben wittert da jetzt was und Herbert der Maat wird durchgereicht. Das ist natürlich, er hat er sich noch nicht vorgestellt. Er will ja in diesem Jahr auf jeden Fall Meister werden. Aber da muss er noch ein bisschen zulegen. So, Marc Mührmann ganz souverän und langsam um die Kurve. Und da sind es 9 Punkte und da freut er sich. Jawohl, Mührmann gewinnt vor Seitz. Und wer wird Dritter? Das ist die Frage. Die 790 schafft es auf den letzten Meter noch. Ingo Robben, der hat noch keinen Punkt auf seinem Konto. Das war ganz, ganz wichtig für ihn. Boah, ich denke, dann kann es jetzt losgehen, die Klasse 12. Kommt auch schon so in Teilen hier an, das ist prima. Die Klasse 2, dann ebenso. Wunderbar. Also, dann sind wir aufgestellt und können dann nach und nach durchziehen. Eine schlechte Nachricht habe ich für Sie. Michael Buddelmeier hat sich abgemeldet. Motorschaden, ein Motor kaputt, wie er sagt. Und ich denke, der fährt jetzt nach Hause und hat dann die Woche ein bisschen was zu tun. Denn, wie Sie mitbekommen haben, am nächsten Wochenende ja Bautzen, der nächste Lauf zur Autocross-Europameisterschaft. Und da will er natürlich wieder fit und frisch am Start stehen. Das heißt, da ist Motortausch angesagt und natürlich auch Ursachenforschung. Denn das war nicht der erste Motor, der ihm da gen Himmel geflogen ist. So, die Klasse 14 steht am Vorstart in Gänze. Alle beiden Teilnehmer da. Wahnsinn. Und dann denke ich, wird es in wenigen Augenblicken losgehen. So, liebe Zuschauer, das war die obligate Installation, Information Lab, was weiß ich, wie man das sagt. Aber es ist ganz wichtig, denn wir haben Wasser gefahren und auch diese beiden müssen natürlich wissen, ob sie ihre Bremspunkte da ein bisschen verändert haben. Denn wenn du ins Nasse schießt vor der Kurve und da ist ein Bremspunkt, aber mal so richtig nass, dann geht's ab gegen Gleidorf, dann findest du dich unten auf dem Marktplatz wieder. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. So. Jetzt fahren sie aber in die Startaufstellung und dann geht's los. Und naja, der Jonas Blumenfeld, der muss jetzt natürlich mal ankommen. Ne? Der braucht auf jeden Fall mal eine Zielankunft, sonst wird er keine Punkte kriegen für die Meisterschaft.
Oh, ich krieg hohen Besuch. Das ist schön. Ja, hier wird man zugestellt von diesen Schrottautos, das ist nichts. Tja, auch bei zwei Fahrzeugen muss natürlich alles seine Richtigkeit haben. Ich habe auch mich gerade schon bei einem leichten Kopfschütteln erwischt, aber nein, nein, das muss natürlich alles so sein, wie es im Reglement ist, sonst haben wir dann hinterher keine Punkte und keine Ahnung. Also, alles gut. Jonas Blumenfeld scheint jetzt richtig aufgestellt, scheint richtig da zu stehen. Timo Nagel dann ebenfalls daneben und dann wird es jetzt bitte, bitte endlich losgehen. Jawohl. Der Paul. Jawohl, das ist die Trillerpfeife und dieses Zeichen höre ich gerne und der fährt jetzt schon wieder los. Der Jonas Blumenfeld. Im Hintergrund, liebe Zuschauer, das erspare ich Ihnen aber. Das habe ich schon gleich wieder vergessen. Genau, so. Richtig, Paul. Und damit ist es so, dass Timo Nagel jetzt hier zumindest mal zwei Drittel absolvieren muss der Runden. Und damit wird er dann auch volle Punkte kriegen. Und dann ist ihm der Klassensieg nicht mehr zu nehmen. Auch wenn er beim dritten Mal dann jetzt gar nicht mehr antreten sollte. Aber für Jonas Blumenfeld läuft es jetzt eher suboptimal heute, würde ich mal sagen. Das ist halt nun mal so. Hoffen wir mal, dass die nächsten Klassen, nämlich die Klasse 12 und die Klasse 2 und die Klasse 7, dass die uns ein bisschen mehr Action bieten. So, und ich bitte jetzt auch den Timo Nagel da ein bisschen mal durchzutreten, ja, denn wir haben jetzt echt keine Zeit mehr, aber der fährt das selbstverständlich zurück. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gab es mal einen gewissen Clemens Steen. Der musste auch fahren, obwohl er das nicht eingesehen hat, um Punkte zu kriegen. Und er hat sich die Bild am Sonntag mitgenommen, um die Sportkommissare zu ärgern. Und der ist dann so langsam gefahren, dass sein Auto da vielleicht gerade so nicht ausging. Aber das war natürlich auch schon eine Riesenshow. Aber hier steht es im Reglement ganz einfach. Und wenn der jetzt hier nach zwei Drittel der Runden abgewunken wird, dann hat er volle Punktzahl. Und dann kann der Jonas Blumenfeld Kopfstand machen. Im dritten Lauf, dann wird er den Klassensieg nicht mehr holen können.
Zeiten sind natürlich jetzt auch relativ unwichtig, 44.0, also der geht natürlich alles, sondern der trägt das Auto jetzt durchs Ziel und dann haben wir es gleich auch überstanden, liebe Zuschauer, versprochen. Ende. Damit möchte ich natürlich dem Thibaut Nagel nicht zu nahe treten, ganz klar. Er macht das einzig Richtige hier. Okay, ist durch, kriegt volle Punkte, hat insgesamt 18 auf seinem Konto. Im dritten Lauf kann ihm jetzt nichts mehr passieren. Dann sage ich mal, der erste Klassensieger heute. Herzlichen Glückwunsch. Hast du dir schwerer vorgestellt, Thibaut, aber sei es drum. Die Punkte hast du auf jeden Fall mal auf deinem Konto. Machen wir jetzt mal weiter mit der Klasse 12. Genau. Zuschauer, jetzt haben wir wieder Rennaction und genau so habe ich mir das vorgestellt, nach der wirklich etwas zu langen Mittagspause, ich gebe es jetzt zu. Aber jetzt sind wir wieder unterwegs. Die Klasse 12 ist da unterwegs, die Jugendklasse ab 16 Jahren, das sind die Älteren. Und Julian Engel ist vorne. Ja, es sind immer die gleichen Verdächtigen. Jetzt ist er hier. Dankeschön. Prima. Und ich sage nochmal schnell, wer den ersten Lauf gewonnen hat, das war Tim Schürmann. In diesem wirklich teuflisch gut gehenden Renault, aber der ist ganz, ganz weit hinten. Der muss noch ein bisschen was tun. Wer gut nach vorne kommt, ist im Moment der Dominik Roski. Der hat sich eben zwei Punkte mal noch mitgenommen. Im Moment könnten das sogar ein paar mehr werden, aber Julian Engel aus Dauborn, der ist jetzt auf jeden Fall erstmal in Front. Gewesen, sag ich mal so dezent, denn da gibt es einen jungen Herrn Küte, der hat eine andere Startnummer natürlich, der hat nämlich die 1231. So, jawohl, und er hat eben als Sechster drei Punkte bekommen und jetzt ist er vorne in diesem etwas unorthodox wirkenden Auto, das ist ein Daihatsu. Ich denke mal, dass der junge Dominik Woski das gleiche Auto fährt. So, auf der 2 aber jetzt Marius Matesta. Und der möchte auf die 1. Das ist ein sehr, sehr fertiger Rennfahrer schon in seinem jungen Alter. Und da gucken wir mal, was da dann gleich noch passieren wird. Im Hintergrund macht sich dann schon die Klasse 2 fertig. Das sind die Serienwagen bis 1800 Kubikzentimeter. Und da ist es passiert. Marius Matesta ist vorne. Küte auf der 2 und die 1208 dahinter. 1208 ist eben Fünfter geworden, Yannick Limberg. Ja, und Julian Engel muss sich erwehren. Der muss hier kämpfen um die vierte Position. So sieht es aus. Ja.
kann sich nicht absetzen. Und gucken Sie mal, wer da jetzt nach vorne schießt. Verdammt schnell hier unten in der Schikane. Ja, ja, Marius Batista wusste das, zieht dann wieder nach innen und fährt vorbei wieder an der 12.08 an Yannick Limberg. So, klar, heimlich still und leise, auch die 12.07, Tim Schürmann. Weiter auf dem Weg nach vorne ist jetzt hinter Julian Engel direkt. Die schnellste Zeit hat jetzt auch Marius Madesta gefahren mit der 12.01. Er ist ja der amtierende Meister, der Rennfahrer schon. Und ja, der kann sich jetzt auch ein bisschen absetzen. Macht innen zu, das macht er ganz geschickt, weil er genau weiß, da überholt mich keiner. So, und da ist es passiert. Volle Punkte für Marius Madesta. Auf der 2 Yannick Limberg und auf der 3, das müsste das Team Güte sein, auf der 4 Dennis Engel. Julian Engel, Entschuldigung. Julian Engel. Ja, da hat es einen Überschlag und die rote Flagge ist aber eh abgewunken, damit ist alles okay. Jetzt schnell drum kümmern, dass da nichts passiert, aber wie gesagt, die Sicherheit steht da ganz, ganz hoch und es ist kein hektisches Treiben, das ist immer ein bisschen sein, also von daher alles Überschläge gehören dazu. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich hier hinkomme und Überschläge muss ich nicht haben, aber gut, wie gesagt, gehört dazu, es ist ein Riesenkäfig eingebaut, ein Sicherheitskäfig, von daher kann nichts passieren dazu. Sicherheitsgurte, dazu das Handsystem, dazu der Helm, Fahreranzug, Feuerfeste, Unterwäsche und so weiter, damit sind wir komplett safe. Und die Vergangenheit hat das auch gezeigt, es ist wirklich noch nie etwas Schlimmes passiert. Julian Engel auch zurück, Limberg, genau, dann die 12.02 ebenfalls. Das ist ja der Master. So schießen sie dann unten in die erste Kurve und es ist wieder ein BMW vorne. Diesmal ein anderer, ein ausgewachsener Dreier, kein Kompakt. Und da überzieht jemand, nämlich die 217. Da kommt der so quer, der Marcel Edler, aber fängt das Auto noch. Klasse.
Was ist mit dem Sieger des ersten Laufs? Der hat ein Problem. Gucken Sie mal, eben noch gewonnen und jetzt muss er hinter dem Feld her. Weiß nicht, was passiert ist, ob er vielleicht gedreht wurde oder keine Ahnung. Also der hat jetzt ein bisschen was zu tun, denn der Abstand ist riesig. Und es sind nur noch, ja, so 3,5 Runden ungefähr. Ja, 4,5. So, vorne, das ist die 230, Carsten Pannewig. Und Carsten Pannewig hat auch schon alles gefahren im Laufe der letzten Jahre. Oh, und guck mal, da wird er rausgeschoben. Da geht's richtig zur Sache, meine Güte. Ja, und da haben wir einen anderen jetzt vorne. Einen anderen Honda. Und Hönicke hat schon wieder Anschluss gefunden, oder? Oh, Pannewig hat einen Hals. Das tut dem nicht gut. Ja, der fährt jetzt raus. Also da müssen Sie jetzt nicht kontrolliert sein, wenn der aussteigt. Ja, okay. Dann kriegen wir das nicht mit hier vor den Zuschauern. So, da hat er den ersten schon wieder aufgeschnupft, aber vorne, das ist die Startnummer 217, Marcel Edler, der wirklich sehr, sehr, sehr gut zurechtkommt. Und guckt euch das an, der Hönicke an zwei BMWs hier außen vorbei und da berühren sie sich nochmal und da, oi, also es gibt die Möglichkeit, das Gaspedal mal zu lupfen. Genau, das war wahrscheinlich ein technisches Problem. Genau richtig, Harry. Wie bei dir früher einmal. Ne? Es gab nur eine Stellung. So, die 226, aber auch gut unterwegs. Patrick Drossmar, der hat ja eben auch schon die zweite Position gehabt und der schlägt sich jetzt rum mit dem Marcel Edler. Und Hönicke mit riesen Schritten versucht er zu retten, was hier noch zu retten ist. Ja, man merkt, die Entscheidung naht. Ja, da wird es ein bisschen heftiger, ne? Im ersten Lauf, da sind sie alle noch ganz easy, aber die Zeiten sind vorbei. So, vorne geht's. BMW gegen Honda. Und die 226, der Patrick Drossmar macht das richtig gut. So, Marcel Edler dahinter mit der Startnummer 217. Ja, und da versucht es Dominik Hönicke noch einen weiter vorzukommen. Na, das sind Driftwinkel und Hönicke schafft es noch auf die 1, 2, 3, 4. Position. Jawohl. Schnellste Runde hat er übrigens gefahren mit 33,0 und damit war er in einer komplett anderen Liga unterwegs. Wenn der mal richtig zeigen kann oder zeigen muss, was in seinem Honda steckt, dann sehen wir erst, wie schnell das Auto wirklich ist. So, die 218 auch im Ziel, Thorsten Kocken und die 223 ebenfalls, das ist Kevin Tinti. Juris da auch im Moment. Ja, hier stimmt was nicht bei mir im Live-Ticker. So, Marc Schauseil setzt sich an die Spitze. In diesem wirklich super schnellen Scirocco. Und Jonas auf der 2. Huse auf 3 und dann Friedewald auf 4 und Gela Racing. Im superschnellen Toyota dahinter.
Boah, ein Schausal setzt sich ab. Was geht dieser Scirocco? Und es freut mich oder es würde mich freuen, wenn er dann endlich auch mal zum Ernten kommt. Denn sie haben so viel getestet im letzten Jahr. Auch so viel Scheiß gehabt. Ich darf das mal sagen. Viele Antriebswellen getestet und immer ist es wieder kaputt gegangen. Herr Kemmler auf dem Feld ein bisschen hinterher. Da ist er nur Sechster, der Sebastian Kemmler, aber Marc Schausal setzt sich hier ab. Fährt auch die schnellste Runde bis jetzt mit 31,584. Marcel Jonas hat meines Wissens einen Motor aus Daumhorn gekauft. Und Philipp Reiser, der in diesem weißen Scirocco war. Und damit geht es natürlich ordentlich vorwärts. Die 429 Gerold Leckelt aus Kloppenburg dem Feld hinterher. Und gucken Sie mal um Platz 3. Kruse lange, lange versucht sich komplett damit Jurist durch. Also die 430, das alte Jurist-Auto, weiß Gott nicht mehr so übermächtig. So, und da sind sie schon in ihrer letzten Runde. Marc Schausal. Also das nenne ich mal eine Demonstration. Klar, er stand in der ersten Reihe, klar hat er keinen Vorsicht gehabt. Aber kein Fehler für Marc Schausal und das Auto läuft fantastisch. Also Jörg Kollon, da hast du einen guten Job gemacht. Unter anderem Kompliment. Die Jungs aus Aalen sind richtig frisch. So, Marc Schausal vor Bert Jüris, der dann noch Zweiter wird. Björn Kruse. Ein Gesprächspartner hier aus der Autocross-Europameisterschaft. So, lassen wir die Autos mal gerade noch durchfahren. Timo Pähler ist bei mir. Timo, ohne Auto, ohne Fahreranzug, ohne Helm. Was los? Ja, ich kann wohl weinen, wenn ich das geile Feld hier sehe und die geile Strecke, dass, dass ich einen Motorschaden habe. Motor ist leider noch in Österreich. Zum Glück ist er früh genug fertig für nächste Woche. Dann wollen wir mal wieder los. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, du hast es ja hier gelernt, das muss man sagen, oder? Ja, ich bin hier zweimal gefahren, habe mich richtig gefreut, war mit Smith, habe mich richtig gefreut, hier wieder zu fahren. Aber leider, das ist auch noch am Montag gefunden, glaube ich. Ja, ich komme drüber rein. Also du bist jetzt 2 Jahre in der Europameisterschaft gefahren, 2 Jahre Junior Buggy, das war schon harte Schule, oder? Ja, mit den Russen, Tschechen, wo die auch alle herkommen, das ist echt hammergeil. Aber immerhin, hier lernst du es am besten. Ich bin froh, dass ich angefangen bin und du sagst mir, ich werde irgendwie am Start stehen. Das hört sich gut an, da werden wir uns sehen oder hören. Erzähl uns was zu deiner neuen Klasse, die du jetzt fährst. Die gibt es ja hier auch. Ja, hier, das Niveau hier ist auch krass hoch. Natürlich mit Hans Röbler, Marcel Schröer, Pudi, die sind die alle. Ja, ich wollte hier mich auch messen mit den Leuten, aber schade. Was hast du für ein Auto? Da hat es ja auch einen kompletten Herstellerwechsel gegeben. Also Steve Pähler und Fast & Speed waren praktisch verheiratet. Und jetzt sagt Timo, nichts mehr, mach ich nicht mehr. Nee, unsere Junior Bikes waren viele Alphasen, die haben uns viel um Ohren gefahren. Und haben gesehen, die konnten auf Schellen fahren, wo wir nicht fahren können. Und haben gesagt, das müssen wir ändern. Und das vom Auto her ist so eine Umstellung, dass ich ja letztes Jahr mit Junior Bike schnell gezeigt gefahren mit dem Bike jetzt nur. Also da muss im Kopf noch was rumgehen. Aber ja, dafür wollten wir üben. Aber jetzt gibt es noch much mehr. Ich habe viel drüber nachgedacht und mal gucken, ob es nächste Woche besser kann. Du weißt, dass es in manchen Bergen einen unglaublich schwierigen Sprung gibt. Hammer. Was hast du für ein Gefühl? Was denkst du, wenn du da oben in der Luft bist, so seine 20, 30 Meter? Ja, was denke ich? Das werden wir sehen. Ich, leider mit dem Junior-Bike kam ich nicht vom Boden, aber die 1600 fliegen da schon ordentlich. Ich habe richtig Bock drauf. Pass bitte auf dich auf, ich werde dabei sein. Grüß dein Team und ein Wort zur Veranstaltung hier, was dir so spontan einfällt. Geil. Super, das war die richtige Antwort. Timo Pähler, wir drücken dir die Daumen für die Europameisterschaft. Hau rein, Junge, ich passe gut auf dich auf. Tja, und der Teamkollege, das Familienmitglied Marius Modesta, tja, der macht alles richtig. Und zwar hier im DRCV, oder? Ja, bisher relativ erfolgreich gewesen letzten Jahr. Hoffen wir, so weitergeht. Was ist der nächste Schritt? Weil ich meine, von Suzuki Swift, den kennst du ja schon in- und auswendig. Der macht die nicht mehr an, oder? Ja, das macht wohl richtig Spaß damit zu fahren und nächstes Jahr mal umsteigen auf den Eigenbau.
Das hört sich gut an. Und was ist da geplant? Willst du dann auch diese Junior Buggy fahren oder da schon was Richtiges? Ja, wir werden da schon ein bisschen was Schnelleres, ein bisschen Hayabusa, das ist zweimal. Aber gucken, wie es finanziell aussieht. Okay, sollte es unter Ihnen, liebe Zuschauer, jemanden geben, der da so ein paar Scheinchen locker in der Tasche hat, bei dir einfach mal melden, ne? Ja. Du bist mit Timo ja auch ganz viel in der EM unterwegs, schraubst jetzt die Abläufe. Liegt nicht immer alles auf dem Fahrrad und lernt mal wo dabei. Alles klar, bleib bitte so, ich bin sehr gespannt, wir werden dich beobachten. Du fährst nächste Woche mit nach Matschenberg, denke ich. Ja, sicher. Ich freue mich drauf. Und hier holst du heute mal noch einen Klassensieg, okay? Ja, erst noch heute nicht gefahren, weil das Auto noch nicht fertig war vom Training, vom Unfall oder kleiner Schaden. Am zweiten auch gerade gewonnen, am dritten auch gucken, was geht. Drück dir die Daumen, Marius Podesta. Liebe Zuschauer, das ist unser Nachwuchs, das ist unsere Zukunft, super. Timo Pehler, hier gelernt im BRCV, jetzt in Europa greift er an und ich sag Ihnen, da sind die Tauben richtig hoch. So, die Klasse 1 ist schon unterwegs. So, Tim Breuer liegt vorne vor Lukas Kemmler, Timo Trimpe dahinter und dann Jan Tolsdorf. Im ersten Lauf hatte der Jan Tolsdorf aufgewonnen, also der ist richtig gut unterwegs. Schauen wir mal, was da jetzt dabei rauskommt. Schnellste Zeit im Moment von Tim Breuer mit der 114. Naja, der hat auch freie Bahn, ne? So, Hannes Jirasek kämpft da auch mit der Startnummer 125, eines der größten Fahrtalente, die wir hier in der CV haben. Für ihn wird es jetzt langsam Zeit, auch den nächsten Schritt zu machen. Er fährt da ja mitunter auch stark verbesserte Fahrzeuge von Freunden und Teamkollegen. Also ich glaube, und da hält man dann weiß Gott gut zusammen. Und da gibt es so einen Audi, einen Quattro mit Turbo-Aufwindkett. Der hat dann sicherlich auch weit über 500 PS. Sowas bewegt der Hannes Jirasek auch. Und dann jetzt wieder zurück in den kleinen Zwift. Er denkt wahrscheinlich, er steht jetzt da. So, und so fahren sie runter und runter und ich glaube, die Staubentwicklung hat die Rennleitung schon im Auge. Denn jetzt kommen die Buggys der Klasse 8 und ich denke mal, die können wir im Staub nicht losschicken. Das ist sicherlich nicht ganz so witzig, wenn diese Helden dann aufeinander treffen. So, es geht in die letzte Runde für Tim Breuer, der weiterhin die schnellste Runde fährt, nämlich jetzt mit einer 33,464, genau eine Hundertstel langsamer, ist Lukas Kemmler. Wahnsinn. Da wird es wohl keinen Fehler mehr geben, ganz vorsichtig, so ist es wichtig. Und dann steht im Ziel und dann sind die vollen Punkte da. Glückwunsch, Tim Breuer, Lukas Kemmler wird Zweiter und Jan Tolsdorf Dritter auf der 4, dann die Startnummer 125.
So, ich habe einen kleinen Personenruf zu tätigen. Marco Paschen. Marco Paschen, wenn du der Meinung bist, du vermisst etwas, dann komm bitte mal hier vorne zum Rennleitungswagen. Okay, Marco Paschen bitte. Es ist nicht der Kopf, der scheint noch drauf zu sein. Aber was anderes ganz Wichtiges fehlt. So, Einführungsrunde. Wir haben Wasser gemacht und deshalb gucken die Jungs mal gerade. Sollten und besser nicht. So, Schlüter auch los. Vince Fairforn mit der 808. Ja, eben Fünfter gewesen. Dennis Gerkens 891. Ja, eben nur Letzter. Keine Punkte. Marcel Schröer, den haben wir ja eben noch im Interview gehabt. Dann die 823. Wunderschönes Auto von Jack Spies. Ja, es ist Anton Rohr. Dann Felix Fischer. Und die 817 Färben. So, dann Olli Mellmann, der guckt ganz innen. Gucken Sie mal hier mit der 824. Da ist es trocken. Dann wissen Sie, wo der gleich herfährt. Guido Schlüter ist ein Fuchs, der versucht das auch gleich mal. Und dann im wirklich uralten Auto mit der 833, das ist Niklas Köttgen. Schlüter macht sich nochmal gerade die Reifen frei, ja, ich glaube, das geht jetzt richtig. Dieses Opel-Aggregat. Und da bin ich mal gespannt, wie der aus der letzten Reihe dann gleich durchsticht. Nicht so einfach. Zurück. Der hat mir eben schon gesagt, ich will nächste Woche EM fahren. Ich werde hier nicht für einen Klassensieg oder was da auch immer kommt, alles riskieren. So, einige machen das ganz geschickt. Die wirbeln nämlich Staub auf und das machen die ganz bewusst, damit die Nachfolgenden da nicht so sehen können. So, Schröer fährt jetzt ganz nach innen und Mellmann auch. Und Schlüter jetzt auch. Ja, und das war schon clever. Und damit ist Schlüter aus der letzten Reihe jetzt schon auf Platz 5. Sehr gut. So, sollte der junge Vince Fairforn, der junge Holländer hier allen Konkurrenten eine Nase zeigen? Ich glaube es noch nicht. Denn der Dennis Gerkens mit diesem bärenstarken Ford Duratec Motor ist da hinterher, fährt hier innen durch. Und das nenne ich mal clever. Da hat er ihn aber sowas von vernascht. Ja, Schlüter, das sind super Driftwinkel. Das Problem ist, wenn du so im Drift darum fährst, verlierst du Zeit. Das ist nicht gut. Die Räder drehen nur durch und so hast du keinen Vortrieb. Und guck mal, wer hier wieder vorne ist. Vince Fairforn hat es jetzt mal umgekehrt gemacht. Ja, da macht er den gleichen Fehler wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Und Dennis Gerkens sagt Dankeschön. Das Köttgen hält auch ganz gut mit. Und da ist es schon wieder so. Jetzt hat Dennis Gerkens einen Hals, das kann ich nicht sagen. Ja, da fährt er nicht. Langsam verreißt er das Auto wieder. Und jetzt innen durch.